heute Abend sowohl zu Hause als auch hier im Publikum. Earn Your Song ist die neue Live-Musikshow im deutschen Fernsehen. Worum geht es? Wir haben gleich zwei Profimusiker hier, die in verschiedenen Competitions gegeneinander antreten werden und in diesen Competitions mit jeder Gewonnenen um ein echtes Instrument spielen, um dort am Ende dann wiederum ihre Songs mit echten Instrumenten spielen zu können. Sie denken sich gerade so, hä, das macht alles gar keinen Sinn, gibt es auch unechte Instrumente? Ja, in dieser Show gibt es auch unechte Instrumente. Es gibt zum Beispiel ein echtes Schlagzeug, um das gespielt werden kann, oder aber es gibt ein Schlagzeug in der Joko Winterscheid-Edition, um das gespielt werden kann. Und da wir von Profimusikern reden, rede ich auch gleichzeitig von meinen Gästen. Den einen kennen Sie spätestens seit einer Nacht vom Eurovision Song Contest in Istanbul und den anderen kennen Sie aus dem Radio, denn einer seiner Songs hat 2017 so bestimmt wie kein zweiter. Ladies and Gentlemen, hier sind Max Mutzke und Vincent Weiss. Max! Vincent, komm her. Mein Show wird die Umarmung. Also ich bitte euch auf eure Plätze, einmal rechts von mir, einmal links von mir, Vincent und Max. Und ich möchte euch das erste Gerät vorstellen, um das wir am heutigen Abend spielen. Sie können es sich wahrscheinlich denken, es steht nämlich schon hinter uns. Es ist das Schlagzeug. So, derjenige, der gewinnt, bekommt das echte Schlagzeug. Derjenige, der die nächste Runde verliert, der bekommt mein Schlagzeug. Die Musiker aus eurer Band sind ebenfalls alle anwesend und die werden die jeweiligen Schlagzeuge spielen. Hallo, schönen guten Abend erstmal. Ein kleiner Applaus. Vielleicht können wir mal einen ganz kurzen, vielleicht von dir einen Tusch oder irgendwas hören oder ein richtig schönes draufhauen, damit man mal eine Vorstellung kommt. So, so klingt ein Schlagzeug. Und so klingt mein Schlagzeug. Klingt auch geil, aber anders. Er wird einzigartige Songs hervorbringen. Max ist schon auf 180. Ja, ich freue mich. Das du ist freust super. Dich richtig, ja, aber mich. Das heißt auch, du hast gar keinen richtigen Bock, weil du willst eigentlich verlieren. Ja, genau. Ja. Das erste Spiel, das wir spielen, heißt Ich bin ein Beat. Hör mich hier raus! Unser Drummer wird gleich einen Song spielen. Und eure Aufgabe ist es, diesen Song herauszuhören. Nur am Beat. Nur am Beat, nur anhand des Schlagzeugs. Solltet ihr richtig liegen, bekommt ihr einen Punkt. Wir spielen Best of Three. Das heißt, wer mit 2-0 in Führung geht, hat das Ding quasi schon gewonnen. Okay, gut. Seid ihr bereit? Natürlich. Aber wenn jemand was Falsches sagt, dann... Einer errät richtig, er bekommt den Punkt. Der andere errät falsch, bekommt der andere den Punkt. Los geht's. Ladies and Gentlemen, Runde 1. Danke für den Punkt. Scheiße. Jetzt kommt's. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Ah, ob das richtig ist, wir hören mal rein. Ein Punkt für Vincent. Glückwunsch, sehr gut. Boah, Wahnsinn. Dann machen wir sofort weiter. Wahnsinn spielen. Ich find's bis hier sehr gut, Mann. Ja, sehr gut. Runde 2, bitteschön. Ich weiß es nicht. Ja! Ja, komm, mach mal, hörst was ab, ich weiß es du nicht. Du weißt es nicht? Nein, ich weiß es nicht. Okay, aber auch nochmal, um klar zu machen, hätte auch nur der Interpret oder nur der Song gereicht. Ach, das reicht? Ja, entschuldige. Ja, dann hätte ich es auch nicht gewusst. Ja, dann bitte. Doch, das ist diese... Ja, ja, genau. Max, du wolltest unbedingt das schlechte Schlagzeug haben. Oh, es ist deins! Boah, ja. Ja, natürlich. Du kannst ja, gleich mit dem schlechten Schlagzeug spielen. Das heißt, wir tauschen einmal die Positionen der Schlagzeuge bitte schon mal. Denn das ist notwendig. Weißt du, was peinlich gewesen wäre? Wenn die einen Beat von einem Song von uns genommen hätten und wir hätten es nicht erkannt. Das habe ich mir auch schon vorgeschwärmt. Ich gratuliere dir zu einem bescheidenen neuen Schlagzeug, mit dem du gleich deinen Song bestreiten wirst. Das bedeutet aber, dass wir in die nächste Runde kommen und wir spielen um ein Keyboard. Ein Profi-Keyboard mit allen Schikanen, so viel sei schon mal gesagt. Das sieht folgendermaßen aus.
Und wir spielen für den Verlierer der Runde um ein Keyboard für Kinder. Da sind Tiergeräusche drauf. Yeah. Ja. Vielleicht hören wir einmal, das ist tatsächlich auch die unterste Preisklasse, es gab nichts Günstigeres. Vielleicht hören wir einfach mal ganz kurz, um eine Vorstellung vom Unterschied zu bekommen, ein echtes Keyboard. Ja. Und du freust dich jetzt richtig, ne? Da wird man Profimusiker und wird in dieser Sendung vorgeführt. Es tut mir leid. Zeig uns einfach mal ganz kurz bitte, was dieses Keyboard drauf hat. Klingt genau wie das andere, ne? Ja. Das ist alles möglich. Aber wollt ihr das nicht auch schon da aufstellen, wegen Umbauarbeiten gleich? Ich sag euch einfach, was das nächste Spiel ist. Ja? Das nächste Spiel heißt, wer hat's gesungen? Wer hat's gesungen, funktioniert folgendermaßen. Ich werde euch gleich Liedtexte vorlesen. Sehr langsam und sehr deutlich. Ich werde vorher zwei Interpreten zur Auswahl geben. Es kann auch durchaus sein, dass wir einen englischen Text ins Deutsche übersetzt haben. Puh. Also, Runde 1. Wer hat's gesungen? Philipp Poisel oder Ozzy Osbourne? Obwohl meine Augen offen sind, scheint es, als ob ich dich nicht sehen könnte. Das ist Ozzy Osbourne. Aber Ozzy Osbourne. Max Mutzke. See you on the other side von Ozzy Osbourne. Richtig, und damit ein Punkt. Nächste Runde. Wer hat's gesungen? Andrea Berg oder Miley Cyrus? Du, ich bleibe. Nur für eine Nacht. Heute will ich nur mit dir tanzen gehen, ohne zu fragen, was wird geschehen. Andrea Berg. Aber ich bin ja ihr größter Fan. Wir hören rein. Ist Andrea Berg richtig? Du, ich bleibe nur für eine Nacht. Und damit bleiben die Instrumente auch genauso stehen, wie wir sie reingebracht haben. Es tut mir leid, Vincent. Du wolltest unbedingt das bessere Keyboard haben. Jetzt hast du das. Du wolltest tatsächlich das Richtige haben. Jetzt hast du es auch bekommen. Glückwunsch. Ladies and Gentlemen, es geht um die Gitarre. Einmal gibt es eine waschechte Gitarre, wie man sie von 1000 Konzerten und Musikvideos und aus dem Musikunterricht und weiß ich woher kennt. Und einmal geht es um einen Spaten, auf den wir drei Saiten aufgezogen haben. Und ich würde euch gerne bitten, erstmal herzlich willkommen. Hallo, servus. Servus. Hi, Joko, freut mich. Ich würde euch bitten, spielt doch gerne einmal kurz an. Ich würde dich als Gitarrenkünstler, der du ja bist, einmal bitten, die richtige Gitarre zu spielen. Das ist klar und deutlich verständlich. Und jetzt muss ich sagen, bin ich selber gespannt, was daraus kommt, wenn ein Profi ein solches Gerät spielt. Bitteschön. Das könnte aber auch vom Sound her eine ganz normale Gitarre sein. Ich finde die auch geil. Ihr findet das Spiel zu geil mit den falschen Instrumenten. Ja, du hast geile Instrumente ausgesucht. Das ist wirklich super. Vielleicht bin ich einfach ein musikalisches Genie. Aber was würdest du sagen, als Profimusiker tatsächlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist es, damit irgendwas zu treffen? 12. 12. 12 ist sehr schwer. Dann wisst ihr noch nicht, was das Spiel ist, das wir jetzt spielen werden. Denn es geht um Hip-Sync Reading. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden gleich Songs hören, ja? Und dazu werde ich tanzen. Ihr beide werdet einen Kopfhörer aufhaben und diesen Song nicht hören. Und ihr müsst, das ist nicht Lip-Sync, es ist Hip-Sync. Ah, oh, ja, jetzt, Scheiße. Okay. Now you got it. So, und das heißt... Das ist ja einfach. Ja, ja. Du weißt, wie gut ich tanzen kann. Ja. Ihr setzt die Kopfhörer jetzt bitte auf. Ich rufe den ersten Song auf. Ladies and Gentlemen, ihr seid bereit. Die beiden sind on. I'm totally on. Play some music. I wanna dance.
Boah, das ging aber schnell. All the Single Ladies. Oh mein Gott! Ja! Das hat dir gereicht? Ah, natürlich. Nee, weil das mache ich auch immer in der Disco so. Wenn der Song kommt, bin ich immer der Erste, der... Den ja. Ich habe noch einen weiteren Song, pass auf. Kopfhörer krass, auf. Ich dachte, das wird richtig schwer, aber das war gut. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das ein Prädikat ist, auf das ich jetzt stolz bin, aber ich nehme es einfach mal als Kompliment. Kopfhörer aufsetzen, dann kommt der nächste Song, bitte. Ich wäre soweit. Hä? Wer ist das? Oh, das war dumm. Aber wenn du es richtig machst, bist du der Gott für alle hier. Okay. Nee, das ist klar. Nee, weil ich dachte gerade wegen Head Spinning oder Shake It Off. Ich dachte einfach Shake It Off so, wegen Shake It, den Head Spinning. Ah, nee. Aber ist völlig blöd. Scheiße, dann, Das ist, man kann auch nicht mal erkennen, aus welcher Zeit das ist. Also, vor allem, weil mich das dazwischen irritiert. Erst war ja nur das und auf einmal kam er hier noch mit rein. Da dachte ja, ich, ja aber genau. Und dann habe ich immer gedacht, das ist irgendwas aus der Metal-Szene. Die so, und dann... Es ist einfach diese Band. Die da war noch so ein bisschen Hip-Hop mit drin. Ja, alles richtig. Ihr seid komplett auf dem richtigen Pfad. Ja, wollt ihr es hören? Ja. Ja. Es steht da wirklich so. Ich würde mir auch wünschen, dass es anders geht, aber der steht da wirklich jetzt nur. Ah, so, da hat noch diese. Ich habe das sogar. Ja, ich habe das. Jetzt sehe ich es auch vor mir tatsächlich. Ja. Habe ich jetzt einen Punkt, weil er gedrückt hat? Nein. Ja, tatsächlich. Ja. Vincent, es tut mir wahnsinnig leid. Ja, kein Problem. Ich habe eine Nummer, hätte ich noch. Und ich habe die so hart lange einstudiert, ich würde sie gerne zum Besten geben. Ja, bitte, ich möchte sie auch sehen. Also ich hätte jetzt nur den letzten erraten, weil dieses Pferdchen Ding, ist ne? Ja, genau. Das ist doch Gangnam Style, oder? Vom Zeit. Ich hätte es, ja. Ist das Gangnam Style? Opa Gangnam Style. Super, super. Gangnam Style. Vincent, die Runde geht an dich. Da ist es. Deine Gitarre. Wir tauschen einmal die Plätze für die Instrumente, bitte. Ich habe meine Traumband zusammengestellt. Was? Das ist, ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder ob ich das traurig finde. So,